Am 1. September 1939 überfiel die deutsche Wehrmacht Polen und eroberte in den folgenden Jahren weite Teile Europas. Bedingt durch die Kriegsproduktion und die Einberufung mehrerer Millionen deutscher Männer zum Militär stieg der Arbeitskräftebedarf der deutschen Wirtschaft immer weiter an. Dieser Bedarf wurde in zunehmendem Maße mit Kriegsgefangenen und Zivilisten aus den eroberten Gebieten gedeckt. Ihre Arbeitskraft galt als Kriegsbeute. Insgesamt etwa 13 Millionen Menschen wurden bis Kriegsende als Zwangsarbeiter im Deutschen Reich eingesetzt. Zwangsarbeit wurde ein allgegenwärtiges Phänomen des Alltags. Von der Großindustrie über die Landwirtschaft bis hinein in Privathaushalte profitierte die deutsche Gesellschaft von der Ausbeutung. Auch in Dortmund wurden mindestens 80.000 Menschen während des Krieges als Zwangsarbeiter eingesetzt. Die meisten in der Stahlindustrie und im Bergbau. Im ganzen Stadtgebiet entstanden Barackenlager. Als erste zwangsverpflichtete Arbeitskräfte kamen im Oktober 1939 polnische Kriegsgefangene nach Dortmund, wo man die Westfalenhalle zu einem großen Lager umfunktioniert hatte. Der ehemalige polnische Kriegsgefangene Stanislaw Fert erinnerte sich später folgendermaßen. Das Stammlager 6D in Dortmund war als ein provisorisches Kriegsgefangenenlager zu sehen, da es nicht aus Wohnbaracken bestand. Die polnischen Kriegsgefangenen wurden in einer runden, zur damaligen Zeit größten Sporthalle in Europa untergebracht. Wir schliefen auf dem nackten Fußboden, der lediglich mit etwas Heu abgedeckt war. Zum Schlafen konnten wir uns mit Wolldecken zudecken. Das Essen in dem Lager war sehr schlecht. Zum Mittag bekamen wir eine Suppe aus irgendeinem Unkraut, in der sandige Kartoffelschalen schwammen. Die täglichen Brotrationen waren sehr klein. An Zigaretten und Tabak konnten wir es gar nicht kommen. Nach ein paar Tagen im Stammlager 6D wurde ich zu einer Dorfkommandantur abtransportiert. Die Lagerumstände waren hier vergleichbar mit denen in anderen Lagern, wir hatten lediglich etwas weniger Platz. Ich und die anderen Kriegsgefangenen arbeiteten auf den umliegenden Bauernhöfen. Bald darauf wurden auch polnische Zivilisten als Zwangsarbeiter eingesetzt, ebenfalls vielfach in der Landwirtschaft. Von den selbsternannten deutschen Herrenmenschen als minderwertig betrachtet, wurden sie einem rassistischen Sonderrecht unterworfen und mit speziellen Aufnähern auf der Kleidung gekennzeichnet. Gab es Vorwürfe gegen die polnischen Zivilarbeiter, wurden sie in der Regel nicht mehr vor Gericht gestellt, sondern direkt der Polizei übergeben. So erging es auch dem 17-jährigen Wasław Zielkowski, der auf einem Sölder Bauernhof gearbeitet hatte und der von der Gestapo 1942 im Aplabecker Wald erhängt wurde. Parallel kamen auch Zivilisten und Kriegsgefangene aus den eroberten westeuropäischen Ländern nach Dortmund. Der damals 21-jährige Emil Rock aus dem französischen Montauban arbeitete als Hilfsarbeiter in der Geschossfabrik des Dortmund-Hörderhüttenvereins. Franzosen, Belgier und Niederländer waren deutlich besser gestellt als osteuropäische Zwangsarbeiter. Die osteuropäischen Arbeitskräfte stellten zahlenmäßig die mit Abstand größte Gruppe. Vor allem ab 1942 wurden tausende Kriegsgefangene und sogenannte Ostarbeiter aus der Sowjetunion nach Dortmund verschleppt. Für sie waren die Arbeits- und Lebensbedingungen noch schlechter als für die Polen und auch sie wurden mit Aufnähern gekennzeichnet. Die Betriebsräte der Zechen Gneisenau und Scharnhorst berichteten: Die Leute bekamen viel zu wenig zu essen. Es war bei der schweren Arbeit, die geleistet wurde, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Übergriffe waren an der Tagesordnung. Leute wurden ohne irgendeinen triftigen Grund geschlagen. Die Direktion hatte Übergriffe auch noch selber unterstützt. Nach einigen Wochen kam dann eine Verordnung raus, welche besagte, dass Jugendliche unter 16 Jahren nicht mit Pressluftgeräten arbeiten durften. Sie wurden dann zu Aufräumungsarbeiten oder zum Legen neuer Schienen unter Tage verwendet. Der 1944 als Kind nach Dortmund gebrachte Ivan Kwitka erinnerte sich später: Es gab eine Gruppe von 12 bis 14 Jahren, die getrennt von den Erwachsenen mit dem Zeichen Ost unter Bewachung zur Kokerei und zurück ins Lager gebracht wurden. Auf dem Weg haben wir oft unter dem Risiko, mit Gummiknüppeln geschlagen zu werden, die Kolonne verlassen und plünderten die Mülltonnen. Wir haben nach Essensresten gesucht und versteckten sie an der Brust.
Später hat man uns in eine riesige Gussproduktionshalle neben dem Hochofen gebracht. Dort machten wir aus feinem Sand und Graphit verschiedene Formen für Gussteile. Wegen totaler Überlastung, Dreck, der Hitze, Rauch und schlechter Ernährung waren wir alle sehr geschwächt und meine Kameraden fielen oft in Ohnmacht, direkt in der Halle. Ein Aufseher und ein Meister überwachten unsere Arbeit. Für falsch gemachte Arbeit oder nicht verstandene Hinweise des Meisters schlug man uns sofort vor Ort. Verschlimmert wurde die Situation durch die härter werdenden alliierten Luftangriffe. Viele Lager und Betriebe wurden zerstört. Die Lebensbedingungen verschlechterten sich dramatisch. Während der Angriffe durften die Zwangsarbeiter nicht in den Bunkern Schutz suchen, weshalb unzählige starben. Gleichzeitig ermöglichten die Angriffe vielen die Flucht und störten das System von Kontrolle, Ausbeutung und Gewalt. Die Polizei reagierte mit verstärkten Kontrollen und Razzien. So stiegen ab 1942 die Zahlen festgenommener Osteuropäer, die versucht hatten, den unmenschlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen in Dortmunder Betrieben und Lagern zu entkommen. Aufgrund der Überfüllung der bestehenden Gefängnisse entstanden eigene Polizeihaftlager, in denen unter teilweise KZ-ähnlichen Bedingungen abschreckende Strafen verbüßt wurden. Gleichzeitig setzte man Polizeihäftlinge und zahlreiche andere Zwangsarbeiter, wie hier am Königswall, unter Aufsicht zur Trümmerräumung und Schadensbeseitigung im Stadtgebiet des immer stärker zerstörten Dortmund ein. Während die Zwangsarbeiterzahlen bis 1944 weiter stiegen, entglitt den deutschen Behörden in zunehmendem Maße die Kontrolle. Gefängnisse und Lager waren vielfach völlig überbelegt. Ein ehemaliger Wachmann erinnert sich: Als im Sommer 1944 im Polizeigefängnis Steinwache in Dortmund Flecktyphus ausbrach, wurde ich nach Dortmund kommandiert. Zu der Zeit war das Polizeigefängnis, das normal 150 Insassen aufnehmen kann, mit etwa 600 Personen belegt. Unter diesen Insassen befanden sich viele Ausländer, vor allen Dingen Ostarbeiter. Bei diesen Ostarbeitern handelte es sich meist nicht um Kriminelle, sondern um solche, die die Ausgehvorschriften und ähnliche übertreten hatten und deswegen eingeliefert worden waren. Der Dortmund-Hörder Hüttenverein war der größte Profiteur von Zwangsarbeit in Dortmund. Im Herbst 1944 beschäftigte er an seinen unterschiedlichen Standorten etwa 10.000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Sie stellten fast ein Drittel der Gesamtbelegschaft. Im Oktober 1944, also etwa ein halbes Jahr vor Kriegsende, hatte das Unternehmen in einem heute noch bestehenden Gebäude an der Huckader Straße ein Außenlager des KZ Buchenwald eingerichtet. Die mehr als 700 dort untergebrachten, meist polnischen und sowjetischen Häftlingsfrauen arbeiteten in der angrenzenden Geschossfabrik des Unternehmens. Hierzu hatte die Konzernleitung im Vorfeld geschrieben: Es wurden im Laufe der Zeit die verschiedensten Anstrengungen gemacht, um den Personalbestand auf die nötige Höhe zu bringen. Es werden in einem Betriebsteil Zuchthäusler, die direkt in der Fabrik wohnen, geschlossen eingesetzt. Zurzeit sind wir dabei, ähnliche Wohnräume für ausländische Gefängnisinsassen zu schaffen, um diese ebenso geschlossen einzusetzen. Außerdem arbeiten neben der deutschen Stammgefolgschaft natürlich die verschiedensten kriegsgefangenen Ausländer im Werk. Die Überwachung der verschiedenartigsten Arbeitskräfte wird eine schwierige Angelegenheit. Unser Vorschlag, die Geschossfabrik möglichst durch eine bestimmte Kategorie von Arbeitskräften, zum Beispiel Konzentrationslagerinsassen, rassereinmäßig zu beschäftigen, halten wir deshalb für zweckmäßig, weil es möglich ist, nahezu 1800 bis 1900 Personen zwar in gedrängter Art, aber sonst doch wahrscheinlich den gestellten Ansprüchen entsprechend innerhalb der Fabrik und in den geeigneten Räumen unterzubringen. Mit der fortschreitenden Zerstörung Dortmunds brach auch die Infrastruktur des Zwangsarbeitereinsatzes zusammen. Ab März 1945 wurden Zivilarbeiter, Kriegsgefangene, KZ- und Polizeihäftlinge vor der näher rückenden Front aus der Stadt evakuiert. Parallel erschoss die Gestapo in mehreren Massenexekutionen an Bombentrichtern in der Bittermark und im Rombergpark weit über 200 Menschen, zum Großteil aus der Sowjetunion. Das Dortmunder Landgericht rekonstruierte das Geschehen einer dieser Aktionen folgendermaßen: Die als Schützen eingeteilten Beamten nahmen einen Teil der Häftlinge mit zum Trichter, die übrigen Häftlinge
blieben unter Bewachung auf dem Kraftwagen zurück. Als die ersten Pistolenschüsse am Trichter fielen, sprangen zwei der zurückgebliebenen Häftlinge vom Wagen herunter und versuchten, in den angrenzenden Wald zu entkommen. Sie wurden auf der Flucht erschossen. Inzwischen kehrten die Beamten vom Trichter zurück und führten den Rest der Häftlinge ab. Die letzten beiden Häftlinge bekamen den Auftrag, die Leichen der auf der Flucht erschossenen Russen mit zum Trichter zu nehmen. Diese beiden Träger wurden als letzte erschossen. Am 13. April 1945 wurde Dortmund erobert. Für die verbliebenen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter bedeutete dieser Tag die Befreiung und das Ende oftmals jahrelangen Leids. Mehrere tausend Menschen, vor allem aus der Sowjetunion, hatten ihre Verschleppung nach Dortmund nicht überlebt. Sie wurden in anonymen Massengräbern auf dem sogenannten Ausländerfriedhof verscharrt. Ihr Leiden und Sterben war jahrzehntelang kein Thema. Seit den 1980er Jahren änderte sich die Situation allmählich. Eine Entschädigung zu beantragen wurde allerdings erst im Jahr 2000 möglich, wenn die Betroffenen 55 Jahre nach Kriegsende überhaupt noch am Leben waren.